So, was ist denn jetzt los? Dogmeat ist bereit, nach Hause zu gehen. Der Glückliche. Sie zusammen? Sie haben die gleichen Gewohnheiten. Oh mein Gott, so? Das ist so schön. Scheint, als hätten sie das gleiche Hobby. Hm, toll, tschüss. Sie sind füreinander bestimmt. Wilfredo. Ja, der passt perfekt. Mhm. So. Schusshund. Ah, du bist ein Sieger. Oh. Die Hunde sind schon süß. Ich gebe es zu. So. Welchen Namen geben wir dir? Tschüss, Barbie. Du bist die Beste. Der hat schon einen Namen. Der hat einen Namen. Der heißt Dogmeat, Alter. Was soll das denn? Verlorene Hündchen? Brauchen wir nicht. Ich vermiete das hier einfach. Bring Gunnar zu Chelsea für zur Pflege. Okay. Ja, dann machen wir. Wir ziehen das gerade mal eben. Na, wir machen das mal eben ganz kurz. Wir machen mal. Chelsea, ein neuer Kunde für dich. Hm. Siehst wie neu aus, Hündchen. Was? Alter! Boah, Klippe Gunnars Krallen, in denen du in dieser Reihenfolge benutzt. 4, 2, 3, 1. Was? Was ist denn. Hä? Die, warte mal, ich mach mal Fenster zu, hier ist gerade sehr kalt, warte mal. Sag mal, ich verstehe das gerade gar nicht. In dieser Reihenfolge. Was ist denn die Reihenfolge? Hä? Wie? 1, 2, 3. Was? Was? In dieser Reihenfolge. Wofür steht die 4? Wofür steht die 2? Was? Wofür steht das? Ich weiß es doch nicht. Oh nein, deine Krallen. Ich drücke hier aber mal. Hä? Ich verstehe es nicht. 1, 2, 3, 4. Hä? Klick doch, ich klicke irgendwas, aber der macht nichts. Also er hat jetzt da geklickt, aber sonst nichts. Hä? 1, 2, 3, 4. Ich raff das gerade nichts. Ich kann das Ding auch nicht. Ach doch, ich kann das. Ah, ich kann das. Ach so. Ja. Ich muss sagen, die Steuerung ist echt scheiße. Die Steuerung ist einfach so unsagbar scheiße, weil alles irgendwie so völlig random ist. Das haben wir doch hier. Sollte man nicht hier? 1, 2, 3, 4. Hier ist doch die erste Kralle. Krallen schneide ich immer vorsichtig. Ja, komm, ciao. Oh nein, deine Krallen! Erinnere dich, 1, 2, 3, 4. Okay. Fast fertig. Eins. Krallen schneiden ist schwierig. Wir müssen vier. Deine Krallen schneiden. Achso. Nee, 1, 2, 3, 4. War doch da. Ach, 1, 4, 2, 3. Die ist so bescheuert. Ist gut, nicht wahr? Das ist aber so bescheuert. Es ist aber komplett bescheuert. Warum? Warum? Krallen knipsen. Weg damit. So, geh nach Hause. Boah, so bescheuert das Spiel. So. Geh ja, nach Hause. Ihr Welpe kann nach Hause. Ach so. Und viel Glück. Stimmt, der war ja entlaufen. Stimmt ja. Stimmt ja. Den müssen wir gar nicht vermitteln. Mach's gut, Welpi. Sind die ganzen Küsschen für mich? Das macht 100.000 Euro. 100.000 Euro. Die hauen einfach alle ab. Keine von denen bezahlt. Keine von denen bezahlt. Belohnung 100 Knochen. Ich brauche Geld. Ich muss hier Miete bezahlen. Ich muss hier irgendwie das Büro am Laufen halten. Die Leute wollen natürlich auch hier Geld haben und so. Was denn los? Verlorene Hündchen. Hunde 4. Oh, ich kann eine Hunde 4. Geil. Endlich haben wir eine vierte Runde. Oh Gott. So. Okay. Ich, komm, wir machen noch einen. Einen machen wir noch. Einen einzigen. Fahren wir los und retten ein paar Welpen. Okay, ja. Einmal. Das Spiel macht mich fertig. Das kostet echt Kraft. Oh, das kostet. So, da ist. Hier sind wieder überall Welpen, Welpen, Welpen. Da ist sogar ein Mensch. Guck mal, links ist sogar ein Mensch. Ich will jetzt nach links. Ich muss umdrehen. Da ist ein Mensch, den wir retten können. So. Ich muss mich beeilen. Das ist ein Notfall. Ich verstehe gar nicht. Ich verstehe gar nicht, dass hier gerade gegen das ultimative Spielvergnügen rebelliert wird. Was ist denn da los? Wieso wird hier gegen das ultimative Spielvergnügen rebelliert? Das verstehe ich nicht. Also Leute, das ist doch, ich verstehe, also ne, das wurde sich gewünscht, mehrfach.
Hier, das ist ein Hund. Interessiert mich nicht. Ich gehe zum Menschen. Ich rette jetzt einen Menschen. Und der wohnt dann in der Hundehütte. So stelle ich mir das vor. Und den kann man dann Tricks beibringen. So, da hinten ist der Mensch. Da ist der Mensch. Hier ist der Mensch. Vor das Grönemeyer-Lied. Vor allem, wenn die fährt, hört sich das so an, als würde die ja irgendwie so Catcar fahren. So, Oma, was ist denn los? Hallo? Bitte sieh dich nach meinem vermissten Welpen um. Finden wir den Welpen. Großartig. Ich bin dankbar für deine Hilfe. Ich wollte jetzt mitnehmen und Welpenzuspann Apollo im Stadtzentrum. Apollo mag im Schatten entspannen. Versuche das Hündchen an solchen Orten. Achso. Hä? Versuche das Hündchen an solchen Orten? Ich soll das Hündchen versuchen? Was ist denn das für ein Spiel? Das ist doch verboten. Ich kann doch nicht das Hündchen versuchen. Tschüss. Das ist doch... Und danke nochmal. Das notgeile Stück. Ich versuche... Hallo. Ich habe Hunde sehr, sehr lieb. Okay. Ich laufe jetzt mal mit diesem komischen Quatsch-Quatsch-Geräusch. Oh, ich will das Hündchen versuchen. Oh, du geiles Hündchen. Wo bist du denn? Hallo. Boah, hier geht's richtig nach oben. Alter, hier geht's richtig nach oben. Geil. Endlich haben wir es geschafft. So. Wo ist denn die Töle? Ich mache mich jetzt bei Hunde... Oh, guck mal, hier sind wir zu Hause. Ich mache mich jetzt bei Hundebesitzern total unbeliebt. Wo ist denn die verkackte Scheißtöle? Also hier nicht. Ein schattiges Plätzchen genau neben dem Büro. Hier ist sie nicht. Jetzt müssen wir wieder suchen. Das heißt, unsere Bude ist quasi komplett in der Stadtmitte. Die müssen Unmengen an Miete bezahlen. Ich verstehe es gar nicht. Unmengen. Aber die bezahlen mit Knochen wahrscheinlich. So. Ach, guck mal hier. Ich enter mal den Baum. Im Baum. Na los, Kleiner. Hab keine Angst mehr. Puh, freut mich, dass es dem Welpen gut geht. Wo kommt das Fahrrad her? Wo kommt denn das Fahrrad her? Und wieso holt ihr jetzt ihr Fahrrad, wenn das Tierheim genau hier ist? Wieso bringt ihr den Hund nicht einfach mal ganz kurz hierher? Hier sind wir schon da. Wieso? Ich bin so glücklich, wenn die Welpen gerettet sind. Ja, ich... Hey, Hündchen. Meine Schwester versorgt dich. Oh, ich krieg Kopfschmerzen. Ich will nicht mehr. Der Scanner wird uns alles verraten. Wir sind auf dem richtigen Weg. Mhm. Erstmal Handy raus und SMS schreiben. Apollo braucht Zahn... Ja, natürlich braucht Apollo Zahnpflege. Keine Sorge, du wirst wieder gesund. Den Husky kannst du aber nicht einfach so in der Hundehütte lassen. Der Husky braucht viel, viel Aufmerksamkeit. Putzen wir die Zähne mal richtig sauber. So. Oben, links, unten, unten. So. Das ist wie bei Detlef die Soest hier gerade, beim Dance-Simulator, ne? Noch eine kleine Füllung und du bist so gut wie neu. Ach so, ich muss noch ja gedrückt haben. Noch eine kleine Füllung und du bist so gut wie neu. Mhm. Das sage ich auch immer zu ihr. So. Was sage ich immer zu ihr? Noch eine Füllung und es ist geschafft. Ja. Was sage ich immer zu ihr? Noch eine Füllung und es ist geschafft. Genau. Hast du gut gelernt. So. Okay. Dann mach ich mal ganz kurz. Ich mach mal, hier kommen die Zähne. So. Das hätten wir. Mal sehen, ob noch etwas ist. Links, unten, oben, rechts. Links, unten, oben, rechts. So. Haben wir. Jetzt ist dein Atem frisch. Hä? Wieso ist der Atem frisch? Hä? Der stinkt doch immer noch aus dem Hals. Die hat gerade nur den Plug weggemacht, den Löcher zugemacht. Wieso ist der Atem frisch? Der ist doch nicht frisch. Der stinkt nach Mock. So, überprüfe den Status. Apollo muss sich ausruhen. Okay, weißt du was? Ich muss mich auch langsam ausruhen. Ich muss mich auch unbedingt langsam ausruhen. Boah. Vor allen Dingen, ich habe eine Frage. Ganz kurz. Nur mal spaßeshalber. Pass auf. Nur mal ganz kurz spaßeshalber. Elemente hinzufügen. Wir haben jetzt 102 Hundeknochen. Pass auf, da können wir jetzt richtig auf die Kacke hauen. 20er Decke. Die Neuaushündchen. 20er Decke. Das wird 20 Knochen kosten. 20er Decke. Verstehst du? Ja? Wir machen keine Gefangenen. Hier noch ein Spielzeug. 20er Ball. Das ist ein fetter 20er Ball. Den kann ich nur empfehlen. Nur für dich. Ein besonderer Ball. Das ist die Collectors Edition, sag ich. Die Collectors Edition, die sind echt reduziert. Also die kriegt man sonst so nicht. Im Handel verkäuflich. Und hier, der goldene kostet 10. Hier ist der diamantene Hundenapf. Und der hier ist einmal, das ist der Titanum Platinum.
Titan und Platinum für 20 Knochen. Du musst vorsichtig sein, Kleiner. Zeit zum Fressen. So, und da, den machen wir mal grad ganz kurz hin. Für 20 Knochen, mein lieber Freund. Und jetzt noch ein Wassernapf. Den kennt man so gar nicht. Alter, was ist das für ein Gewaltnapf? Guck mal hier, voll, ne, hier so normal. Ist auch okay. Dann hier so was Eckiges. Vielleicht, ne, ist für einen Hund eher doof mit den Kanten. Weiß nicht genau. Und das hier ist auch eher süß für einen Hund. Aber das hier, Alter, voll der Gewaltnapf. Was ist denn das? Voll der Mad Max-Napf. Hündchen, hast du noch Durst? Hier, trink aus dem Gewaltnapf. Hast du noch Durst? Trink aus dem Gewaltnapf. So, okay. Erinnert das irgendwas, wenn wir das machen? Achso, hier, guck mal, noch ein Tisch. Erstmal schön, kriegt man noch einen schönen Tisch. So. Und was ist das hier? Ein Donut. Das ist ein Furzkissen. Wir legen erstmal ein Furzkissen ins Haus. Du wirst es mögen. Versprochen. So. Okay. Ja. Der Napf, Alter. Dunkelschwarz mit Nieten. Was ist denn das für ein Sadomaso-Napf? Warum? Ich verstehe es nicht. Und vor allem, was bringt es jetzt? Was bringt das jetzt, dass wir das gekauft haben? Wird er denn schneller toll oder kriegen wir dann mehr Knochen am Ende? Ich weiß es nicht. So, aber was ich weiß, ist, dass ich langsam echt bräsig werde. Schulung. Was? Apollo. Der muss doch ausruhen. Hä? Der muss doch 10 Minuten ausruhen. Ich kann aber nichts machen gerade. Escape zurück. Ah, okay, okay, okay. Verstehe. Pflege? Warum steht denn die da vor der Tür? Warum steht das Mädchen da vor der Tür? Warum? Die wartet doch bestimmt auf Kundschaft. So, verlorene Hündchen in der Stadt suchen. Welpenzustand, okay. Huch! Guck mal, wenn die Tür aufgeht, dann erscheinen da plötzlich Möbel drin. Und wenn ich jetzt rausgehe, dann verschwinden die Möbel wieder. Guck mal. Flups, sind sie wieder weg. Okay, ich würde sagen, wir haben alles gesehen, was wir sehen können. Es war ein wunderschönes Spiel. Das war Barbie und ihre Schwestern, das Hundeelend oder wie auch immer. Ich habe... Oh, beenden und Spiel verlassen. Ich bin mir nicht sicher. Ich beende erstmal. Nicht gespeichert. Oh nein, doof. Okay. Oh Gott. Oh, ja, das macht mich fertig. So, okay. Wird geladen. Nein! Wieso geht das Intro wieder los? Hey Fans, hier ist Skipper. Wieso geht das fucking Intro wieder los? Warum? Fans, das ist Max. Warum? Max, sag den Fans Hallo. Nein, Max! Halt's Maul! Warum geht das Intro los? Also nicht Funk Max, sondern der Hund Max hier gerade. Jetzt bitte aufdrehen und mittanzen! Okay, ich glaube es reicht. Spiel laden. Der sagt Spiel laden und lädt nur dieses Menü. Warum lädt er das Spiel, wenn da nur das Menü ist hier? Wo man ein neues Spiel sagen kann. Und hier ist dann Spiel laden. Warum steht da Spiel laden? Ich verstehe es nicht. Oh. Oh. Oh Gott. Oh. Hey, wir haben 10 von 20 Errungenschaften freigeschaltet. Oh, Alter, ich bin... Oh. Um es mit Peter Griffin zu sagen. Moridor, dankeschön. Oh, Alter, es ist einfach. Oh, ich habe. Oh.